Oh shit, ich muss Untertitel anmachen. Doch, vielleicht kommen die noch, mal schauen. Gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir zwei zum Preis von einem. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey! Ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Okay, fängt schon mal gut an. Ich mache schon noch schnell die Untertitel an. So. Hallo Pascal. Ja, das kommt auch auf dem Zweitkanal. Aber es wird wahrscheinlich noch eine gute Weile dauern. Weil wir da immer noch stark hinten dran hängen. Sie werden es bereuen, wenn Sie die Brücke jetzt überqueren. Da kann man sich eher erstmal auf Uncharted 3 freuen. Muss natürlich ein bisschen umgucken nach Möglichkeit. Ach, ist das eine Schönheit, oder? Aber okay, ich höre schon auf. Ich komme ja schon. So viele Menschen. Ja, geh ruhig voraus. Ich komme nach. Hallo Wolf. Oh, da kann ich was machen. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Also, dein Ganesha. Ernsthaft? Was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Das Foto wurde auf Ihrem Handy gespeichert. Drücken Sie... Ach, süß. Okay, ich kann Fotos schießen. Kann ich das wischen oder... Will ich noch was anderes machen? Zoomen? Mhm. Schwenken. Neues. Ein paar Fotos machen, warum nicht? Oh, Verzeihung. Was? Versteh mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Kleine.
So, Tricks funktionieren hier nicht. Du kannst nicht reingehen, ohne deine Schuhe auszuziehen. Ich weiß. Ich wollte mir nur die Mandapa ansehen. Okay. Da könnte man jetzt sich wieder so überall alles bewundern. Ah, hier, okay. So viele Soldaten. Shit. Das wird ein Problem. Du bist keine Touristin, oder? Alles in Ordnung. Hallo, Lady. Gute Preise. Shh, wir unterhalten uns. Oh, ich habe schon, was ich brauche. Danke. Arbeitest du für die CIA? Denn das wäre echt ziemlich cool. Nicht ganz. Wir ziehen da eher unser eigenes Ding durch, ne? Hier durch. Hat bestimmt eine Waffe dabei, oder? Ich darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay. Nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, ich Sir, bitte. Eieiei. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann Kleine ist gut. Nach Hause. Ganz ruhig. Das fällt jetzt niemandem auf, wenn ich dazu. Danke, Kleiner. Hallo, Eobain. Schön, dass du ein schönes Konzert hattest. Willkommen. Okay, rote Tür. Das ist sie. Das kommt mir bekannt vor. Besser als nichts. Der Aufstand. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Bin ja mal gespannt, auf was sie genau aus ist. Da wird er den Kopf abreißen, Ganesha ist genau das passiert. Leider hatte Papa Shiva, als er sein Überreagieren bemerkte, so schnell keinen Ersatz gefunden und mit einem Elefantenkopf improvisiert. Ach, so kam das. Okay, cool. Danke für die Info. Sehr interessant. Ja, das ist nice, ne? Jetzt so ein Hintergrundwissen zu haben, ist Dankeschön. Immer wieder was wert. Wo ich ihn überhaupt hin? Mal, was bebt denn hier so? Na gut. Keine friedlichen Zeiten, ne? Darf ich mit? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber man kann ein bisschen reingucken. Ja, die Tür hält nicht viel aus, glaube ich. Los, 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 auf geht's! Da sollte ich nicht so offen auf der Straße stehen. Ich glaube, ich doch bestimmt eine Waffe dabei, oder? Weiß nicht, soll ich da einfach hingehen?
Nicht, dass er mich abknallt. Aber die Tür ist so einladend offen. Geh mal hin. Wow. Scheiße. Sofort. Ich hab nichts gemacht. Oh mein Gott. Verdammte Spione. Was? Nein. Halt Maul. Bitte. Nein! Oh nein! Auf geht's! Ich bin unschuldig! Das schwöre ich! Ich sagte, in den Laster! Los! Wenn er sich bewegt, erschießt ihn. Ja, Sir. Du, komm mit. Red er mit mir? Schaut mich an. Die tun mir nix. Ich der Rökel. Geh einfach ab! Na los! Pass auf! Freipunkt. Oh, weia. Ich hab wohl keine Wahl. Dadurch. Okay, jetzt hoffe ich, dass sie keine Waffe dabei hat. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt. Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Rafter. Ich habe gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Glück gehabt. Da hatten wir wohl Glück. Deren Glück, dass ich woanders hin muss. Hm. Boah, ist schon eine gute Stimmung hier. Also, guter Stimmungsaufbau. Was war da? Irgendwas mit L3? Falscher Weg. Oh, so viele Details, ey. Man kann sich gar nicht satt sehen. Na, Radi. Machen wir es wie die Ratte. Sie soll hier nicht sein, ne? Ja, sie geht in Deckung. Wir sollen hier nicht sein. Ja, die gehen nicht weg. Du willst jetzt nicht darüber. Oh, darf ich den? Darf ich den? Darf ich? Ich darf. Ich glaube, den darf ich auch. Das hätten wir. Okay, gehen wir da durch oder schaue ich erst nochmal hier? Ich glaube, hier ist nichts, ne? Hine, es geht wieder los. Atmosphäre. Ja, wirklich gut. Da ist die rote Tür.
Da ist unser Ziel. Hier. Das hat gebollert. Dass Chloe einen anderen Kampfstil hat. Ah, das ist nice. Bin mal gespannt, wie mir der gefällt. Marschieren. Oh. Schwierig. Der sieht mich doch. Ich guck mal, was da hinten rum ist. Hat er so gute Augen? Ich weiß nicht, ob ich da hin soll, aber ich muss wohl, ha? Wie wär's? Komm. Ja, ein paar Kisten. Oh, ja. Langsam drehen. Okay. Vibration halten. Zweiter Dreh nehme ich an. Okay, ich verstehe es. Okay, das ist easy. Pink Lotus. Was soll das heißen? Achso, sie geht technischer vor. Also spielerisch kein großer Unterschied. Okay, das finde ich aber gut. Macht ja auch Sinn, ne? Dass sie eine andere Technik hat. Sieht bestimmt viel eleganter bei ihr aus. Dame von Dreamfall. Jo, nur dass ich die 10.000 Mal besser bewegen kann, wie die Dame aus Dreamfall. Immer einfach mal hoch hier. Das hat 12 Kapitel, habt ihr gemeint, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich pro Session, also natürlich nicht heute, aber in den nächsten zwei müssten wir so 5 Kapitel schaffen. Aber was zu tun. Wenn ich es schaffen will. Ah, ich muss da weg. Okay. Werden Sie nicht mehr lang. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Aber wahrscheinlich gibt es eh nur einen richtigen Weg. Also natürlich gibt es nur einen richtigen Weg, aber die anderen sind versperrt. Oh. Vielleicht ist das eine gute Fluchtmöglichkeit. Oh shit! So wie jetzt. Der hat mich nicht. Es war noch rechtzeitig, ne? Gut. Puh. Fast hätte er mich entdeckt.
Hurbla. Wie tief will ich eigentlich? Da war ich aber nicht vorhin, oder? Doch. Ah, nee. Sieht anders aus. Ey, da kam ich her, das ist die rote. Da kam ich her. Ey, kann ich jetzt nicht einfach wieder hochklettern? Stimmt, da war ich. Das war der Anfang. So. Und doch hier gleich wieder hoch. Okay, man kommt schnell wieder raus. So, theoretisch. Oh nee, ist. Ah, doch, es geht. Erstmal Gemälde angucken, Leute. Das sieht doch gut aus. Okay, noch eins hoch, wenn es geht. Shit. Da vielleicht? Kannst du so klettern wie Nate? Okay, das hat aber ein bisschen Lärm gemacht. Und hier lief der Typ rum, ne? Ja, da ist er. Den schnapp ich mir gleich. Wird nicht vermisst. Hoffe ich. So, wo ist der nächste? Bin mich hier nicht sicher. Ah, da war gerade ein Symbol. Irgendjemand hat... Irgendjemand war da. Ich glaube, da war ein zweiter oben, oder? Vielleicht hat er runtergeguckt oder so. Da ist eine Lampe. Ja, da ist einer. Nee, ach, das ist... Oh Mann. Ich bin ja voll angespannt hier. Aber irgendjemand hat mich kurz gesehen. Das ist eine Mauer. Wann geht es weiter? Nicht bevor wir hier fertig sind. Jedes Stückchen. Armee hat ihre Augen überall. Bald, Freund, bald. Chloe kann sich besser wehren als Zoe. Oh, ich glaub's auch. Selbst unter meiner Führung. Angemessene Kleidung, ja. Sie kommt ja nicht aus Indien, das stimmt. Das hat man ja in den Vorgängern gesehen. Da sieht man, was Kleidung alles ausmachen kann, ne? Das hat sich gut angepasst. Mit ihren schwarzen Haaren passt das natürlich ganz gut. Okay. Aktives Kriegsgebiet. Eher dunklerer Hauttyp. Also sie fällt da nicht wirklich auf. Oh, Sternenhimmel, schön. Oh shit, wir haben den Typ gefunden. Wenn das mal nicht Ärger gibt. Ah, Baby Conny. Meint es ernst. Heftig. Ja, schön hier oben, ne? Wenn ich gerade Krieg wäre. Muss jetzt eigentlich hin. War ja nochmal so eine rote Tür. Oder wir klettern da hoch. Ich habe keine Ahnung. Wir klettern mal da hoch.
Haben so schöne schwarze glatte Haare. Ja. Mag das auch sehr. Ah, die Klotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Links war Funkel. Ach, Leute. Noch hier links? Ne, wahrscheinlich schon. Bin schon wieder weg, ne? Egal. Ist das doch... Mindestens zwei Ziele. Oh, oh. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Soll denn kommen, stand da. Okay. Oh Gott, es geht wieder los. Mal gucken, wie viele von diesen drei Verfolgern, wie viele das sind. Okay, ich renne erstmal nur im Kreis. Wo soll ich hin? Soll ich irgendwo runterspringen? Ah, hier vielleicht? Also komm, Nathan Drake hätte das locker gemacht. Jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Was zur Hölle? Okay, keine Ahnung. Was? Nicht wirklich ein Hinweis, wo ich hin soll. Kann ich auch töten? Wahrscheinlich nicht, oder? Verstand, entkomme. Oh. Du bist zu spät, Fraser. Nadine. Hallo, Nadine. Okay, wir kloppen also doch. Einmal aufs Spiel hören und entkommen. Stimmt, irgendjemand hat gemeint, dass Nadine auch vorkommt. Das ist natürlich interessant, dass die gemeinsame Sache gemacht haben. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Hm. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt zwei. Was schlägst Foto? Du vor? Ich überleg mir was. Dann mach mal ein Foto. Ja, also Creed-Modus ist nur aktiv, wenn das Bling-Bling auch irgendwas bringt. Ne? Und in diesem Spiel bringt das nichts. Ich hab halt nur einen effizienten Creed-Modus, werte Freunde. So. Okay, finde ich aber cool, dass wir jetzt erstmal zu zweit rumdoublen. Okay, ich glaube hier. Was machen wir jetzt? Soll ich da runter? Warum stehst du da? Ah, hier. Ja, okay. Komm schon. Ich helfe dir hoch. Bitte. Danke.
Okay. Oh, da wird gerutscht, ha? Huh? Ja, da wird gerutscht. Alles easy. Da, war gar nicht so übel. Und jetzt Geduld. Ich mag auch ihre Synchronstimme. Die ist voll angenehm. Ich mag alles an Chloe. Ich hab sie vermisst. Taffe Frau. Da kann ich doch ran, oder? Und hoch. Echt jetzt? Echt. Auch hier können wir rumöffeln. Sie macht auch Handybatsch. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Spielt das oder, also falls es später noch aufgedeckt wird, aber spielt das jetzt vor oder nach im vierten Teil? Weil ich würde gern wissen, wie ich Nadine in die Sache einordnen kann. Und ob die Nate schon kennt oder nicht. Wäre ja lustig, wenn sie später über ihn reden. Ich mir durchaus vorstellen kann. Achso, ja, okay. Gut, dann. Ach, du. Na los, hier entlang. Ja, ist klar, gut, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Den langen, aber dafür sicheren Weg, richtig? Richtig. Sie macht keinen Handybatsch. Was kann ich tun? Aber ich will auch da drauf stehen. So. Okay. Nach Uncharted 4, okay. Ingame-Belohnung, ja. Muss halt irgendwas bringen. Sie hohes Gras, aber gerne doch. Nur noch eine Stunde. Ich erledige ihn. Nein, ich schalte den aus. Cobra 1 und Cobra 5, over. Empfang, Cobra 1. Wenn du jetzt mal den Funkspruch. Da ist was los, over. Verstanden, Cobra 1. Scheiße. Der muss jetzt eh gehen. Aber er geht nicht. Na dann. Das hat er nicht gehört. Finde ich cool. Na ja, gut, bei so Kriegstreiben, ne? Stempelt man so Geräusche schon als normal ab, denke ich. Das war ganz okay. So, und wohin jetzt? Hoch? Nein, ich will da rein. Das brauchen wir doch bestimmt. Oh, okay. Auf dem. Ja, 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 ich hab's gesehen. Beruhig dich, Rion, ich hab's gesehen. Alles gut, ich hol's gleich, ja? Du stehst mir im Weg, Nadine. Falls das überhaupt dahin muss. Ach, mach doch, was du willst. Wow. Siehst du, für sowas. Für sowas, ne? Fällt mir nichts mehr ein. Aber das geht auch hier. Recht, Wolf. Aber wenn beides zusammentrifft, ist ja noch besser, oder? Das ist immer eine schöne Aussicht. Selbst in der Kanalisation hätte ich jetzt eine schöne Aussicht. Das kann mir Nathan niemals bieten. Da müssen wir hin. Aber ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So, jetzt improvisieren wir. Machen wir das nicht schon die ganze Zeit?
Jetzt improvisieren wir es achtsam. So hoch komme ich nicht. Einfach auf den Tipp warten. Nee. Nochmal. Noch was? Ah. An den Schilder. Wo willst du hin? Ich habe nur unsere Optionen. Bleib hier. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Das Genre des Schatzsucher-Action-Adventures hat einen Schub durch gewisse Argumente bekommen. Meinst du? Ja, so ganz dezent, oder? Aha. Ja, so ein Schiebeteil. Hoppala. Ach, da willst du nicht hoch? Okay. Dann mal los. Wo wollen wir das Ding dann haben? Runterschmeißen. Ach ja, dann sind wir hier wieder hier. Das war nicht ganz der Plan. Kriegszeiten, Leute. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Keine Kisten mehr, alles klar. Da vorne. Das sieht doch gut aus. Da kommen wir rein. Ganzes Spiel kaputt. Das Spiel habe ich noch nicht kaputt gemacht. Kommt vielleicht noch. Wunderschön. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei deinem Job immer so gesprächig? Ja. Ihn zur Ablenkung. Jemand hier? Oh, muss ich? Eieiei, gute Landung. Pass auf. Über mir? Oh, moin, ich bin ja schon da. Okay, den krieg ich. Ja, unglaublich schönes Happy End, ey. So gut. Werf ich den? Darf ich? Ja. Guten Flug. Weniger. So, jetzt sind wir hier. Es ist direkt über uns. Siehst du? War doch nicht so schlimm. Echt nicht. Erstmal abhängen.
runter bringt gar nichts, oder? Lieber hoch. An die Batsch. Weiß jemand von euch gerade auswendig, was wir morgen am... nächste Woche am Dienstag spielen? Also nächste Woche streamen wir ja nur Dienstag und Donnerstag. Donnerstag ist ja klar, da machen wir das Grandia-Finale. Und Dienstag ist auch nochmal ein Stream. Und das war's schon, weil Ferienwoche und so. Aber ich komme gerade nicht drauf, was wir da spielen. Ich brauche nur einen Moment. So, nee, das war eh. Nummer 1. Okay. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Ja, gut. Ich meine, die waren die ganze Zeit so laut, da können sie das jetzt auch mal machen. Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Das ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Dienstag ist leer. Ach so, Montag. Oh. Ich glaube, das werde ich noch umlegen auf Dienstag. Ich glaube, Dienstag ist mir lieber, oder? Ich überlege gerade nochmal kurz. Ja, doch. Okay, das schreibe ich noch um. Gut, dass ich nachgefragt habe. Victor und Catherine. Okay, das machen wir am Dienstag. Am Montag ist nix. Alles klar. Miau. Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Und die Woche drauf, am Montag, ist noch einmal normaler Stream. Und ab Dienstag dann Halloween-Woche. Aber das könnt ihr ja einblicken. Arme Miezen, ja. Zerstörer und Wandler. Das Gruselkabinett hier. Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht. Ja, das tut mir leid, Pandera. Ja, weil Montag kommt die Kleine. Und so der erste Tag in den Ferien, da wollen wir abends bestimmt was gucken oder so. Das wird niemand vermissen. Angenehm, das Regengeräusch. Ich leih mir das mal aus. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mal lange. Ah, darf ich wieder? Wie viele Haarnadeln hat sie eigentlich? Was war das für eine Karte? West Gats, Rysala-Gebiet. Scheiße. Nein. Nichts, ja, die immer die gleichen drinstecken. Ne? Scheiße. Das war nix. Ja, da ist es doch. Gute Nacht, Puma. Wir machen ja auch nicht mehr so lange. Das ist wunderschön. Shit, weg hier! Nadine. Ross.
Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Was? Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? 3 persische Invasionen, 3 verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Das heißt also nein? Es klingt nach nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wow. Wir werfen uns selbst raus! Ja, geil! Na los! Wir müssen über den Fluss! Und da rennen wir wieder. Shit, wohin, wohin? Ah, hier, ja, okay, ich hab's gesehen. Mensch, die Verhandlungen liefen doch so gut. Aber jetzt wissen wir wenigstens, auf was wir aus sind. Ja, Pantera, Jinx. Ah, was? Da muss es getrennt, der Dienst gar nicht hier, ne? Oder? Ja, wahrscheinlich ist es schon viel schneller. Ah, da ist er. Verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Great, huh? Shit! Okay, Zeit zu verschwinden. Na los, direkt hinter dir. Also, das ist gefährlich. Oui. Hey. Oh nein. Ei, 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 ei. Komm schon. Okay, sie lässt mich nicht hängen. Ja, weiter. Aufpassen. Oh, shit. Nicht jetzt. Oh. Ja. Schmeiß ihn runter. Yeah, geil. Das war cool. Ah, sie schießen. Die schießen, die schießen, die schießen. Schild. Nein, ich hab das Schild nicht erst.
Gute Nacht, Dino. Ist das Schild? Darüber. Oh, 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 oh. Passt auf die Wäsche auf. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Oh nein, das war dumm, das war dumm. Ich hab gedacht, sie hält sich an den Dingern, aber das wäre vielleicht auch nicht so gut. Ich seh nix. Da lang. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aua. Oh Gott. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber... Da wird schon, ne? Okay, da ist... Okay, okay. So, go, go, go. Da weiter? Nee. Schild. Immer optimistisch bleiben. Schön. Da, ja, okay, okay. Bis jetzt. Mach an die Batsch. Der Fluss ist direkt unter uns. Runter den Lichtern runter. Die Dinger? Ja. Er wollte uns doch im Fluss haben. Allerdings immer noch lebendig. Hoffe ich. Okay, das Ziel ist also klar. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häusler geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in dem Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Haganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Hm. Schöne Aussicht. Sieh mal.
Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Heusala? Heusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Yep. Kapitel 3, Heimkehr. Unglaubliche Landschaft. Aber echt mal. Das muss man mal festhalten. So, kann ich ja jederzeit angucken, ne? Mhm. Das macht sich auch gut als Wallpaper. Huch. Vielleicht sollte ich den Weg nehmen. Ja. Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Oh, wie schön. Was an. Oh nein, da hinten ist ein Auto. Oh nein, lass mich nicht schon wieder Auto fahren. Seid ihr lebensmüde? Oh. Ajo! Als ob. Oh shit. Mein Baumsteg ist runtergefallen. Schaffst du es rüber? Bin schon dabei. Mir geht's übrigens gut. Oh shit, ich rutsche. Du hast doch jetzt so ein Kletterdings dabei, oder? Geht da was, oder? Okay. Da geht was. Damit kennen wir uns doch aus. Uff. Mann. Wo bin ich überhaupt dran? Da drüben, das sieht doch gut aus. Und immer noch da unten? Sehr gut. Noch da. Wollte nur mal nachfragen. Hallo Tara Brentford, hallo. Wir sind aber nicht mehr so lange da. Eins noch. Aber mit Uncharted wird es im November dann definitiv weitergehen. Los, gib mir die Hand. Das hätte ich jetzt auch noch ohne dich geschafft. Geht schon. Okay. Du fährst. Soll ich fahren? Nein. Macht mir nichts aus. Mir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Okay. Das nehme ich so hin. Lass uns einfach die Ruhe genießen, okay? Eine blöde Frage. So viel dazu. Woher weißt du, dass der Stoßzahn noch hier ist? Sonst wäre er doch längst in einem Museum oder so aufgetaucht. Und ich habe keine Heusala-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Heusala gehört. Naja, es ist die Schuld ihres letzten Honigs. Jung, leichtsinnig, trotzdem mit seinem Reichtum. Yeah. Er baute für den Stoßzahn eine neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seine Haustür. Und jetzt uns. Und jetzt uns. Immer den Fluss entlang, oder? Tja, die Flamingos. Soll ich da reinschlittern mit dem Auto? Ah, die Schau mal, Flamingo-Treffen. Hui. Oh, die Handbremse ist gut. Okay. Nicht schlecht. Erfrischend. Danke für die Vorwarnung. Ey, ganz locker. Also, ist doch ganz nett hier in der Natur, oder? Raus. Sie ist so cool. Stadt. Ruhiger. Kommst du oft hierher? Nein, nicht wirklich. Soll ich? Ah, ne?
Hey, davon! Langsam! Na, sieh mal an. Hoysala-Ruinen. Schaffen wir es durch das Tor? Ich sehe mal nach. Ich habe ein Äffelsche gesehen hier auch. Sah aus wie ein Äffelsche. Die alten Hauptstädte. Was haben wir hier? Halebet und Belur. Ich dachte, das sind Ganesha und Shiva. Hm, da hat jemand aufgepasst. Ganesha war der Hüter von Halebet, der neueren Hauptstadt von Hoysala. Shiva war der Hüter der ehemaligen Hauptstadt Belur. Ja, die Steinbilder sind wunderschön. Aber das ist wohl kaum eine Verteidigungsmauer. Hm, Bildhauerquartiere, dem Aussehen nach. Wir sind hier noch am Stadtrand. Wusste gar nicht, dass du Archäologin bist. Das wäre wohl eher mein Vater. Ich bin nur eine Diebin, weißt du noch? Hey, hat der Wagen eine Seilwinde? Sieht so aus. Sehr gut. Damit werden wir das Tor schon aufkriegen. Was, du willst es einfach einreißen? Das habe ich vor. Oder hast du Dynamit? Das ist deine Show. Das heißt dann wohl nein. Ja, mir fern Jeep, natürlich. Du hättest gern die Kontrolle. I like. Bei Chloe werde ich richtig zum Fanboy hier. Okay. So sollte es klappen. Fraser, weg da im Hinterhalt. Habe ich Waffen? Danke für die Warnung. Geht wieder los. Es geht wieder los. Ach, Nachladen ist jetzt auf Dreieck. War doch früher nicht. Berlin? Okay, ich muss mir... Granate draußen! Nee, hopp! Jetzt fange ich schon wieder mit dem Scheiß an. Und tot? Ja. Okay, alles okay. Das war jetzt aber kurz gehalten hier. Da bin ich Größeres gewöhnt, aber gut, wir sind ja noch ziemlich am Anfang. Ist da oben jetzt was? Ja, sieh mal, ich nehme mal neue Waffen mit hier. Gib mir mal die Waffe. Okay. Nice. Nachladen, ich glaub's ja nicht. Oh oh, ich hab Granaten. Die Wand sieht brüchig aus. Eine Granate hinschmeißen. Wäre vielleicht eine gute Übung. Okay, R1 wie... Oh Gott. Danach wegrennen. Okay, machen wir mal. Ja, natürlich ein Schatz. Alles klar, da oben? Yep, alles okay. Ich habe übrigens Ganeshas Stoßzahn gefunden. Das war's dann. Spiel aus, Leute. War ein schöner Stream. Ah, ich liebe ihre Sprüche, ey. Sie ist so cool. Sie ist so cool. Wenn es nach mir geht, mach Uncharted 5 einfach mit Chloe. Passt für mich. Achso, ja, da wollten wir ja noch was machen. Okay, wo waren wir? Du wolltest gerade ein uraltes Tor reißen. Ja, genau. Yeah. Dann mal los. Ja. Du bist so ruhig. Ich bin nur überrascht. Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, wenn es um Ruinen geht. In diesem Beruf kann ich Sentimentalität umbringen. Hm.
Nehmen wir doch die Brücke, oder? Wow, was? Das sind nur große fliegende Nagetiere. Eigentlich sind sie das nicht. Doch, sind sie. Sie ähneln eher Primaten oder Lemuren. Okay, ich schlag's nach. Lemuren? Los, 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 los! Ja, das sollten wir schaffen. Mit Anlauf. Na los, na los! Ich hab noch was vor. Kann man nicht wieder eine Seilwinde hier machen? Um Baumschlingen oder so? Nur einen Moment. Nee, die rutscht wahrscheinlich selbst aus, oder? Ja. Jetzt habe ich sie dreckig gemacht. Ach, das tut mir aber leid. So, okay, okay. Okay, ich probiere es nochmal mit Anlauf hier. Der Anlauf ist relativ. Wir hatten schon mal so eine Stelle in Uncharted. Da hatte ich eine Anhöhe ausgenutzt. Aber hier ist nicht wirklich eine, ne? Ah, die Steine, ja. So ging das. Geht doch. Gott. Aber die Steine mitnehmen. Da rutscht man weniger. Ja, du schaffst es. Gut. Jetzt haben wir alles vom Vorgänger gelernt. Challenge für John. Lost Legacy durchspielen, ohne Chloe dreckig zu machen. Mach sie aber gerne dreckig. Stopp! Asaf. Oh. Gut erkannt. Scheiße. Er hat ein ganzes Bataillon dabei. Und drin sind vielleicht noch mehr. Hey, ist doch schmeichelhaft, dass er uns so ernst nimmt. Wir müssen durch dieses Tor. Okay, immer mit der Ruhe. Erst müssen wir diese Clowns ausschalten. Hast du einen Plan? Ja. Klar. Okay. Wie immer, bisschen sneaken, viel ballern. Let's go. Wird schon schief gehen. Zum Markieren von Gegnern beim Tarnen L2 gedrückt halten. Ach, die Geschichte habe ich beim Grundspiel auch nie gemacht. Wir machen das einfach wie immer, okay? Wobei es hier wahrscheinlich wirklich praktisch gewesen wäre. Bei der großen Fläche hier. Das sind ganz schön viele Leute. Kommen wir mal von der linken Seite. Hallo, Marc. Gegen Übermacht, ja. Das kennt man nur zu gut. Jemand am Duschen. Da ist einer. Können wir die nicht einfach umgehen? Müssen wir kämpfen? Oh shit.
Weiß nicht, wie weit die gucken können. Da ist einer. Ja, wir wollen da durch, oder? Keine Ahnung. Ich denke, wir müssen alle ausschalten, wie immer. Fangen wir doch mit dem hier an. Ups. Kann hier gerade nicht in Deckung gehen. Komm, den holen wir uns jetzt. Wenn es schief geht, wird halt geballert. Yeah, spring ihn an. Dann gib mir die Granate. Sie haben uns noch nicht gesehen, Aber die wissen, dass jetzt was im Argen liegt hier. Sie sind nicht allein. Damit rechnen sie nie. Jetzt komme ich nämlich von der anderen Seite. Shit. Da war was. Da rennt einer. Oh oh. Jetzt knifflig. Krass. Oh Gott, so viele. Gleich wird geballert. Gucken, ob jemand zu mir kommt. Da, der Typ da. Der. Den schnapp ich mir. Den hole ich mir. Oh, shit. Der andere darf es nicht mitbekommen. Ah. Ah, tricky. Wo läuft der hin? Wieder ab. Okay, umrunden wir das. Es macht so Spaß, ne? Bis man erwischt wird. Mal schauen, wie lange noch das... Oh, ein Sniper. Ich hab das rote Licht gesehen. Was haben wir denn hier? Oh ja, knack das mal. Hier ist nichts. Bei dir? Hier ist auch nichts. Scheiße. Ich glaube, ich werde gleich erwischt. Das ist der Creed, Leute. Das ist der Creed-Modus. Eine schallgedämpfte... Oh, kann ich lautlos töten jetzt? Ich habe ein schallgedämpftes Ding. Das ist ja geil. Das testen wir gleich mal aus. Die laufen zu sehr zusammen. Die kriegen ja mit, wenn ich jetzt einen anschieße. Gucken, wo der hingeht. Ja, komm noch ein bisschen, komm. Was soll ich denn jetzt erschießen? Ich meine, Schalldämpfer. Sollte ja nichts passieren. Okay. Nee, den machen wir auf die altmodische Art. Er ist gerade so schön bei uns. Da ist aber noch einer. Das war's. So. Ich glaube, da war's. Nein. Hier drüben. Shit. Er konnte. Okay, das war's.
Jetzt bringt mir der Schalldämpfer auch nichts mehr. Okay, okay, aber die Waffe behalte ich auf jeden Fall. Wissen die, wo ich bin? Oh, verdammt. Haben die eine Ahnung? Ja, die wissen genau, wo ich bin, ha? Huh? Oder? Oh, Nadine. Was? Oh, die haben uns verloren. Das tut mir aber leid. Da können wir doch noch ein bisschen sneaken. Einen Schalldämpfer ausprobieren. Lautlos abknallen. Was war denn das für ein Spiel? Da war der Schalldämpfer voll dumm. Weil das war doch bei Last of Us, oder? Wo der sich nach so 2-3 Nutzungen voll abgenutzt hat und dann wieder lauter wurde. War das nicht beim neuesten, bei Last of Us 2? Hat mich voll geärgert. Hat das voll keinen Spaß gemacht. Mal schauen, wie es hier ist. Den würde ich gerne abknallen. Kack-Sniper. Oh, da haben wir ein Häufchen gemacht. Dies muss auch treffen, ne? Okay. Das hat funktioniert. Hat niemand gehört. Metal Gear Solid 3. Stimmt, bei Metal Gear Solid 3 war das. Und vielleicht auch bei Last of Us 2, ne? Hm. Einmal so groß wie die Waffe selber, stimmt, ja. Okay, hier funktioniert er noch. Mal gucken, ob das irgendwann lauter wird, aber bei Uncharted ist der Realismus ja auch nicht so krass, ne? Nicht mit denen krallen. Okay. Wenn ich ihnen die Gelegenheit gebe, dass sie halt, ne, noch nach Hilfe schreien, dann... Aber eigentlich dürfte er nicht wissen, wo ich bin. Dann hat er mich gesehen. Okay, ist schon wieder cool, ist schon wieder alles cool. Muss ein scheiß Gefühl sein, ne? Dass du einfach von irgendwo abgeknallt wirst und du weißt nicht wo. Will den Tod haben, den Sniper. Komm mal her. Der kann jetzt nicht mehr viel aushalten, es sei denn, der regeneriert wie ich. Das wäre natürlich ärgerlich. Ach, scheiß drauf, komm. Machen wir es halt auf die alte Art. Achso, ich habe dich gerade gesucht, Kumpel. Jetzt hab ich... Ja, ich könnte die Sniper nehmen, ne? Aber ich weiß nicht. Das Rumschleichen macht gerade mehr Spaß. So, ich sollte vielleicht hier weg. Das ist jetzt gerade nicht... Aber es sind gar nicht mehr so viele übrig, oder? Irgendwas kann ich da oben mit dem Haken machen. Irgendwo da hinten war noch einer, meine ich. Den gerade nicht. Wo ist er noch? Also, da ist noch mindestens ein Typ. Sonst wird ja die Musik aufhören, ne? Das alte Uncharted-Regel. Schallgedämpfte Pistole klingt immer noch wie eine zugeknallte Tür. Das Pfeifen, das man im Nebenzimmer nicht mehr hört, ist Hollywood-Fiktion. Okay. Aber wie ist das mit so einem
Wenn man jetzt, ne, kennt man auch aus Hollywood, wenn du keinen Schalldämpfer hast, nimmst ein Kissen direkt vor die Knarre und schießt den tot. Würde das in der Praxis wirklich so funktionieren? Ich meine, wenn ich ja jetzt schon Profis habe, ja, dann frage ich mal. Irgendwann muss man das vielleicht mal wissen. Sag mal, wo ist denn der? Muss noch irgendwo einer rumschlappen. Und wo müssen wir überhaupt hin? Da? Vielleicht ist da oben einer. Ja. Hallöchen. Was, ne? Ja, Musik hört auf. Oh, ich glaube, das war's. So macht man das. Nicht schlecht. Machen wir weiter. Das hier könnte es sein. Das war's ja schon. Schließ und öffne dich. Okay, kannst rein. Alles ein bisschen knackiger gehalten, ne? Also merkt man schon, dass es nicht so viele Kapitel hat. Die, ja, Schlachtfelder hier, wenn ich es mal so nennen will. Bei Uncharted war da locker das Fünffache los an Leute. Oh, Mist. Nein, nein! Oh. Oh, sorry, ich... Was kommt davon? Oh, Scheiße. Ja, okay. Danke. Diesmal nutze ich es auch. Ah, ne, da fall ich runter, okay. Da wartet sie ja schon. Ich hänge noch ein bisschen ab, wenn ich im Chat gucke. Poster, oh Gott, ne. So ein krankes Game. Die dürften auch nur wenigstens einen geringen Effekt haben. Also tschüss machen. Okay. Da hält sie sich doch, oder? Ja. Vorsichtig, aber immer. Bring einfach ins Auto. Richtig cool. Okay, drück mal rüber. Ich kann durchaus Auto fahren, weißt du? Klar doch, Süße. Ist mir einfach lieber so. Okay, okay. Also, Chloe und ich würden uns richtig gut ergänzen. Ich bin der perfekte Beifahrer. Ich motz nie, ich sag nie was. Ich gebe mich dem Fahrer immer total hin. Wir hätten nie ein Problem. Ups. Kapitel 4. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Stimmt, aber anders als dein Freund Asaf haben wir einen Vorteil. Die drei Symbole. Schauen wir mal auf die Karte. Okay. Okay, mal sehen. Wir sind ungefähr hier. Ich markiere es unterwegs. Ach, wie cool. Da haben wir ja ein bisschen was zu tun jetzt. Was ist jetzt mit dem Handy? Achso, kann ich da echt nur Bilder gucken mit dem Handy, sonst nichts? Anscheinend. Sieh dir mal den Turm an. Wow. Von da oben kann man sicher die Lage sondieren. Vielleicht. Würde sich auch so perfekt hingeben. Ja, korrekt. Ja, 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 so ist das nun mal. Aber Leute, wir hören jetzt auf. Die Kapitel spielen sich relativ zügig. Ich bin guter Dinge, dass wir in den nächsten beiden 12er-Streams das Spielchen erschaffen werden. Ich freue mich sehr. Bin fast ein bisschen traurig, dass wir jetzt bis Mitte November fast warten müssen. Aber so ist das nun mal. Wir speichern an der Stelle. Die 12 Stunden sind um. Jo, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch noch einen neuen. Da freue ich mich doch sehr drauf, wenn es hier weitergeht.
Louis Humor, ja, der ist echt gut. Diese trockene, zynische Art, das kommt richtig gut, finde ich. Ja, Leute, schön war's. Hat Spaß gemacht, danke fürs Einschalten, danke fürs Interesse und so weiter und so fort. Wie gesagt, nächste Woche, ich werde es noch umschreiben, nicht Montag, sondern Dienstag. Der nächste Stream ist am Dienstag und am Donnerstag. Ist eine kleine Streamwoche wegen Ferien, aber dafür, ne, übernächste Woche, ab Montag, eine ganz, ganz, ganz dicke Halloween-Woche steht vor der Tür. Also die Halloween-Woche, genau genommen erst Dienstag, aber den Tag davor haben wir auch nochmal einen regulären Stream.